Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Days Gone. Ich bin es, MC Muffix. Beim letzten Mal haben wir hier unter anderem Bowser einen neuen Arm besorgt. Jetzt ist er eine einwandfreie Kampfmaschine. Man nennt ihn auch Bowser den Terminator. Zum anderen haben wir hier einen Banditen verfolgt, der hier wieder im Camp Lost Lake für Unruhe gesorgt hat. Und als letztes haben wir dann hier noch wieder unserem alten Freund O'Brien geholfen. O'Brien, der eine Spur hatte auf Sarah. Und ja, Sarah hat den Tag damals vor 800 Tagen überlebt. Sie wurde in ein Lazarett gebracht und wurde operiert und kam lebendig wieder raus, nur damit ihr Lager wieder überrannt wurde. Und sie ist gestorben. Nun haben wir Gewissheit, dass Sarah tot ist. Und auch wenn es nicht, ja, der letzte Moment war, wo wir sie gesehen haben, ist sie nun leider verstorben. Wir haben Bowser mit dabei und ich denke, ja, nun wird unser guter Deacon sich ein neues Ziel setzen müssen. Leid. Ist das alles, O'Brien? Es tut dir leid? Tja, mir tut es auch leid. Sieht dir so schön aus, wie hier die Sonne untergeht. Wenn nicht gerade hier die Apokalypse, ja, könnte man hier doch schön leben. Aber die Frage ist, wie geht unser Abenteuer nun weiter? Wollen wir uns wirklich zur Ruhe setzen am Lost Lake? Weil bis jetzt hatten wir die Hoffnung, dass Sarah noch irgendwo lebt, aber diese wurde nun zerstört. Wo ist Bowser? Was zum Teufel? Bowser? Bowser? Oh, verdammt, Boseman. Wo zum Teufel bist du hin? Oh, Scheiße. Na gut, Boseman. Wo zum Teufel bist du hin? Spuren. Das müssen seine sein. Okay, was zum Teufel ist das? Na gut, wo? Hier lang. Bowser hat Ripper gesehen und natürlich hat er für das, was sie ihm genommen haben, will er nun alles nehmen. Hörst du mich? Hier ist Ricky. Deacon St. John. Ja, ich höre dich. Was gibt's? Skizzo fragt ständig nach dir. Bowser soll nicht zum Arbeitsdienst erschienen sein. Ich mach mir Sorgen. Nein, hör zu, uns geht's gut. Wir mussten noch was erledigen. Sag Skizzo, wir sind in einer Stunde zurück. Okay. Hey, ich könnte bald noch mal versuchen, den Wandler zu reparieren. Bist du dabei? Ja. Sag mir Bescheid, wenn's losgeht. Ich spüre schon das warme Wasser. Ich werde stundenlang nur noch duschen. Ja, okay. Das klingt gut. Hör zu, Ricky, ich muss los. Deacon Ende. Gerade haben wir leider für das keinen Sinn. So, denn, ja, wie gesagt, Bowser... Nein, hä? Was machst du denn da? Ihm wollte doch gar nicht hin. Denn Bowser kennt jetzt nur noch Rache. So. Immer noch einen Shot. Alter, wir finden irgendwie keinen Shot mehr. Hier stehen auch so wenig Autos. Wo man wirklich noch was rausklauen kann. Schlimm. Schau dir an, über Autos, aber nichts, wo man was rausnehmen kann. Alter, egal ob Hund, ob Mann, ob Frau, Bowser ist auf Rachefeldzug. So, komm. Super Medizin. Gib mir doch mal bitte dieser Schrott. Da drin ist er. Und muckst ein paar Ripper ab, oder? Hier drüben! Oh Mann, Bowser, was zum Teufel? Ich dachte, ich kaufe ein bisschen ein, wenn wir hier sind. Und ich stehe auf eine Gruppe Ripper auf Hundejagd. Ruhig, Junge. Er ist nicht infiziert. Du bist verrückt! Er ist doch nur ein Hund. Sie jagen und töten gesunde Hunde. Alles gut, braver Junge. Schon okay. Nein, wir können ihn doch nicht hier lassen, Dick. Wir können nicht, das geht nicht. Hier, ich mach's. Ich will's tun. Wirklich? Du. Okay. Du kannst. Okay, Junge. Ruhig. Ganz ruhig. Alles gut. Okay. Oh Mann, Dick. Gott verdammt. Alles gut. Gut so. Alles gut, Großer. Ruhig. Thank you.
Bereit? Oh ja, Bruder. Ich bin bereit. Wir sind ein Geist! Was ist jetzt los? Sie wurden befreit! Frei! Hier, da habt ihr eure Kackbefreiung, Ripper Abschaum! Nein! Ich hab meine gute Pistole weggeschmissen. Ein Verirrter! Verirrt! Der Weg! Zeigt ihm den Weg! Aus der Bahn, Abschaum! Verdammte Missbrut! Bowser stürmt einfach ran! Bowser auf Raidzug, Mann! Der Typ, Mann! Was? Schrott ist voll. Geil. Okay. War eine coole Szene, hätte noch ein bisschen weiter gehen sollen, ne? Das ist schade, dass die Szene schon vorbei ist, Mann. Das war ganz cool jetzt eigentlich. Geht's noch weiter? Komm. Bowser, alles gut, oder? Bist du okay? Ja. War der letzte von ihnen. Ah, oh, du klingst etwas enttäuscht. Naja, ich hasse diese Dreckskerle. Weißt du? Ja. Okay, komm schon. Lass uns von hier verschwinden, Mann. Wenn da noch 100 Ripper also, gewesen wäre, hätte er auf 100 Ripper gekämpft. Keine Ahnung, wärst du durchgeknallt. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich wollte, dass sie endlich bezahlen, aber ich fürchte, es wird nie genug sein. Verstehst du? Hättest du mir das Ding nicht gemacht? Ich meine, meinen Arm. Was würde ich dann tun? Ich würde... Verdammt. Du weißt schon. Wirst du klarkommen? Ja, hab ja auch keine Wahl. Hier hat keiner von uns, oder? Ja, okay, komm. Hey, da ist dein Bike. Hey, wie lief's denn? Wie lief was? Na, du weißt schon, der Kerl im Anzug, was hat er gesagt? Ach, unwichtig. Hey, jetzt sag schon, verdammt. Bowser, das solltest du jetzt lieber nicht tun. Ach ja? Glaubst du, ich schaff's nicht, dir in deinen Arsch zu treten? Komm schon, was hat er gesagt? Hör auf. Ernsthaft, was ist mit Sarah? Hä? Wo steckt deine Lady? Wo steckt deine Lady? Hä? Bleib unten, Bruder! Hast du genug? Wo steckt deine Lady, Deke? Sie ist tot, Bowser. Sarah ist tot. Ja, und das schon ziemlich lange. Meinst du denn nicht, dass du schon lang genug getrauert hast? Oh Gott. Ich meine, du hast einen krassen linken Arschloch. Mehr habe ich nicht drauf. Komm schon mal. Fuck. Scheiße. Ich muss langsam wieder an die Arbeit. Das Camp ernährt sich nicht allein. Ja, mehr habe ich nicht drauf. Und trotzdem habe ich dich dreimal erwischt. In Serie. Das ist peinlich. Wo fahren wir hin? Zurück ins Camp. Nein, ich habe noch eine Schicht. Fahr mich da hoch. Es ist nördlich von Sherman's Camp. Okay. Immer der gute Bowser blickt nach vorne. Trotzdem, dass hier seine Lady eh schon lange weggeschoben wurde, vor der Apokalypse, wie wir mitbekommen haben, und er einen Arm verloren hat. Also. Sie starb in dieser Nacht. Weder du noch irgendwer sonst hätte das ändern können. Ich hätte dort sein sollen. Was hätte das gebracht? Das Gutsein ist Geschichte.
Skizzo, hörst du mich? Lost Lake Camp, Skizzo! Ja, ja, was gibt's? Da waren gerade... Hey, wo steckt dein Kumpel? Er war heute nicht arbeiten. Was soll das, Mann? Hör mir einfach zu! Ich hab ihn zur Arbeit gebracht und wir wurden angegriffen von Ripper. Ach, verdammt. Wo? Draußen vorm Rogue Camp ist Carlos im Anmarsch und er meint es verdammt ernst. Du musst Iron Mike warnen. Aber das sage ich ihm doch immer wieder. Seit Monaten. Ja, ich sag ihm Bescheid. Wir sind jetzt gleich bei Tamelo. Usa ist in ein paar Minuten vor Ort. Sehr gut. Er schuldet dem Camp nämlich noch eine halbe Schicht für die versäumte Arbeit. Als Maul, Skizzo. Hey, Dick. Rogue Camp liegt in der anderen Richtung von Tamelo, oder nicht? Die Route war schöner. Ende. Arschloch. Oh, Gott, verdammt, das Skizzo. Kommt schon, Leute. Los, weitermachen. Macht weiter. Wer nicht arbeitet, isst auch nicht. Ich mach ja schon. So sieht's aus. Hey. Wir müssen das Zeug reinbringen. Ohne Ernte. Danke fürs Mitnehmen. Verhungern wir. Na also. Hab ja auch keine Wahl. Trotzdem, ich finde Bowser taugt mir gerade ein bisschen mehr als vor seiner Depri-Phase, weil er wirklich nach vorne schaut. In der Hoffnung, dass es doch noch besser wird. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hä? Ich erinnere mich. Kein Anfang und kein Ende. Ah, ich bin mir sicher, da haben sie... Okay, wir waren ja nie verheiratet mit dir, aber irgendwas damit wird zu tun haben. Mike, gut, hör zu. Husa und ich, wir hatten gerade einen kleinen Streit mit ein paar Rippern. Sie... Ripper? Verdammt! Seid ihr über den Iron Ridge? Dick, ich sagte doch... Hör mir zu, Mike, sie waren hier. Im Rogue Camp. Rogue Camp? Da waren Ripper im Rogue Camp. Bist du dir da sicher? Ob ich mir sicher bin? Verdammt, Mike. Ja! Man kann sie nicht so einfach verwechseln bei den Narben, dem Getue und ihrer blinden Mordlust. Na schön, komm wieder runter. Wir werden uns mit Carlos treffen. Deshalb fährt Skizzo morgen nach Iron Butte rüber. Er wird rausfinden, was da los ist und dann werden wir... Du schickst Skizzo zu einem Treffen mit Carlos? Scheiße, Mike! Das Camp leite immer noch richtig. Wie gesagt, ich halte mich an Verträge. Lost Lake Ende. Ganz wie du meinst, Mike. Ganz wie du meinst. Skizzo hat recht. Wir werden noch alle draufgehen. Gefällt dir das? Dick in St. John, hier ist Lost Lake. Kommen. Ja, Mike. Hier ist Dick. Hab gehört, du hast Hab aufgespürt. Ich dachte, du bringst den her zum Prozess. Naja, sorry, Mike. Ja. Tja, sagen wir, die Schwärmer hatten es dagegen. Oh, Scheiße. Das hat Brüche nicht erzählt. Hab konnte man wirklich nicht trauen, aber so ein Ende hat er nun auch wieder nicht verdient. Bitte, 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 ich kriege keine Luft! Hilfe, bitte, hilf mir! Na, wie ist das? Wohl eher nicht. Aber Dan Lane hat es wohl auch nicht verdient, von hinten erschossen zu werden. Ich bin dran, halt durch. Du wirst es hier draußen nicht schaffen. Ich weiß, wo ein Camp ist. Wo? Ich geh hin! Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel, sie lässt dich rein. Danke, vielen Dank. Ich dachte, ich würde da drin draufgehen. Ich heiße Deacon. Die kennen mich. Halt den Kopf unten und lauf! Deacon St. John, hier ist Lost Lake, kommen! Ja, Mike, hier ist Deacon. Hab gehört, du hast Hab aufgespürt. Ich dachte, du bringst den her zum Prozess. Naja, sorry, Mike. Tja, sagen wir, die Schwärmer hatten was dagegen.
Oh, Scheiße. Das hat Ricky nicht erzählt. Barb konnte man wirklich nicht trauen, aber so ein Ende hat er nun auch wieder nicht verdient. Wohl eher nicht. Aber Dan Lane hat es wohl auch nicht verdient, von hinten erschossen zu werden. Stimmt auch wieder. Bis bald, Dick. Iron Mike, Ende. Good bike, Mikey. Okay, das heißt, wir fahren nun dort. Ich hoffe, ich kann mich an das Lager hier hinwarpen. Das wäre natürlich super. Weil das war auch mal eine schöne News-Station und da wird schon irgendwo ein Benzinkanister für mich geben. Naja, so ganz schön ist das jetzt wieder alles nicht. Also, Bowser ist zwar, also ich finde es echt cool, wie Bowser sich jetzt hier, also wirklich, ich dachte wirklich, dass er jetzt irgendwo mal, also was er halt macht, dann in der Herde reinläuft und einfach alles versucht, mit seinem Messer umzubringen. Oder in so ein Ripper-Lager reinläuft, das wird er definitiv nochmal machen. Aber schön, wie er hier nach vorne schaut. Die Kreischer sind mir scheißegal. Wo steckst du, Bruder? Hey, Bowser, ich will rüber nach Marion Forks. Marion Forks? Warum das denn? Weil ich jetzt weiß, dass... Oh Mann, wie du schon sagtest, ich hab lang genug getrauert. Ich muss mich verabschieden. Willst du rüber zur Kirche? Ich weiß nicht, ja. Vielleicht. Ach, scheiße, Deek. Zum letzten Mal, Bowser. Ich schwör's. Dicken Ende. Gutes Timing. Was bedeutet bei ihm zum letzten Mal, ist die Frage. Was ist denn mit dieser Kirche? Ich meine, so wie wir das mitbekommen, waren sie ja nie verheiratet. Bist du da? Tuck, ja, ich bin da. Du hast bestimmt wieder einen Job für mich. Gut, ich komm dann vorbei. Dicken Ende. Ja. Das interessiert mich jetzt eigentlich nicht so. Tag mag ich immer. So, Scheiße. Bam. Aua. Weg, jetzt kommt. Bist du da? Copeland, ja, ich höre. Ich komme vorbei, wenn's mir passt. So, ich muss jetzt erstmal mich hinlegen. Erstmal auf bessere Zeiten hoffen. Hoffen, dass das Gewitter weggeht. Hoffen, dass die Gegner weggehen. Hoffen, dass es Tag wird. Und dann schauen wir uns die Aufträge an. So, das ist schon mal Punkt Nummer 1 und dann geht's weiter. Das sollte reichen. So, Cope, tut mir leid, dass ich ihn unterbrochen habe. Ich weiß, niemand unterbricht eigentlich Mark Copeland. Was mich immer an diesen Aufträgen so stört, ist einfach, dass die immer... Wieso können sie mir nicht einfach sagen, was ich tun soll? Das wäre viel cooler. Die Wahrheit wird euch befreien. Was will Nero wirklich? Sie verschwinden 2 Jahre. Die Wälder besser als ich. Sie machen irgendwas mit den Freaks. Verfolgen sie, studieren sie. Machen Notizen in die Notizbücher. Und wisst ihr wieso? Sie sammeln Infos. Beobachten, wie lange es dauert, bis diese Mistviecher sterben oder verhungern. Vermutlich wollen sie herausfinden, wann alle wieder aus ihren Verstecken kriechen und sich wieder in ihre unrechtmäßigen Machtpositionen bringen können. Ausnahmsweise sind die Freaks auf unserer Seite. Je länger sie da sind, desto länger können die alle in ihren Bunkern verrotten. Die Welt mag nicht mehr uns gehören. Doch dank der Freaks gehört sie jetzt auch nicht mehr Nero. Hier ist Mark Copeland für Radio Free Oregon. Glaubt, die lügen nicht. Und nochmal, Cop, du hast keine Ahnung. Die Freaks sind auf niemandes Seite und die Welt, die gehört ihnen schon längst. Was zum Teufel? Hey, was ist hier los?
Cancelled forever. Was zur Hölle treiben die in der Kirche da? Habt ihr vor nichts mehr Respekt, ihr Pisser? So. Nicht mal in einer Kirche, Mann. So. Ist da hinter mir einer? So. Zack. Oh. Jeder Schlag inzwischen kommt ein kritisches Combo. Das ist sehr cool. Im Klodom hat er sich versteckt, der Feigling. Okay, komm. Komm her. Komm her. Warten. Oh, ich mal mit meinem. Jetzt ist er den Sound kaputt gemacht. So, einer ist noch irgendwo. So. Was ist, aber trotzdem, was ist in dieser Kirche? Also, wie gesagt, unsere Leute, die waren ja eigentlich nie verheiratet. Also, theoretisch weiß ich jetzt nicht, was der hier will. Aber trotzdem. Also, zumindest dachte ich das. Nein, noch nicht die Pumpgun. Nein. Nein. Okay. So. So. Bam. Was hast du? Nix hast du. Sie haben eigene Schwüre? Nun, traditionsgemäß der Bräutigam zuerst. Ich fange an. Deacon, es tut mir so leid, dass keiner da ist. Wir haben wohl echt alle angepisst. Auf beiden Seiten. Aber nicht ganz alle. Du sollst wissen, dass das zeigt, wie viel du mir bedeutest. Ich würde alles für dich aufgeben. Alles. Dieser Ring ist ein Symbol meiner Liebe. Und er ist kostbar. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Ich liebe dich. Scheiße. Noch mehr. Weg von meiner Kirche. Nicht mal die wenige Zeit, die wir hier haben, dürfen wir hier genießen, ihr Schweine! Lauft sich Feuer. Haben wir damit einen getroffen? Irgendwie nicht, gell? Das ist schön für euch. Und, was wollt ihr jetzt machen? Das Einzige, was ihr machen könnt, ist sterben. Aua. So. Der hat wehgetan. Also, die war doch verheiratet. Das habe ich gar nicht so mitbekommen. Das wurde auch nie so richtig gesagt. So. Aber nicht mehr in einer Kirche kann man hier seine Ruhe finden, Mann. Schweine! Das ist auch gut so. Steh auf! Steh auf! So, aufgeräumt, liebe Leute. Bevor wir jetzt hier weitermachen und noch ein bisschen mehr für Chaos sorgen, machen wir nochmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's dann hier weiter mit Days Gone. Bis dahin, haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.